Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück mit Victoria 3 und Österreich. Ist etwas Zeit dazwischen vergangen seit dem letzten Mal. Deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich alles noch verstehe. Okay. Da ist ein bisschen zwischen Großbritannien und Hawaii. Interessant. Wenn ich mich erinnere, war unser Hauptziel einfach Österreich so stark zu industrialisieren, dass wir die stärkste Industriemacht werden. Und wir sind auf einem guten Weg. Wir bauen da Unmengen an Zeug. Wir sind auf einem guten Weg, unser Bruttoinlandsprodukt, das GDP ist mit 126 Millionen das viertgrößte weltweit derzeit. Nur China, Großbritannien und Frankreich sind höher und außer Frankreich hat keiner so ein starkes Wirtschaftswachstum wie wir derzeit. Russland haben wir schon weit hinter uns gelassen. Preußen sowieso, die sind mittlerweile nur noch eine Minor Nation. Preußen versucht nicht mehr Deutschland zu gründen, was ich gut finde. Dadurch können wir Deutschland so lassen, wie es ist. Wir können uns mehr auf Frankreich konzentrieren. Wir versuchen gerade Child Labor abzuschaffen. Bureaucratic Imbroglio. Mal Pause. Lawmakers working toward the enactment of restricted child labor have found themselves mired in a particularly complex set of bureaucratic proceedings, grinding the work towards reform to a near halt. Ugh. Das wird nie was. Damn this labyrinthine legal system. Minus 20% enactment time, minus 10% enactment chance. Oder cut through at least some of the red tape. Ja, okay, das war's. Minus 5% Bürokratie, na gut, das könnten wir uns leisten. Solange das System, solange es noch nicht umgesetzt ist, plus 10% Bureaucrats Pops in Austria become more radical. Ach, noch mehr Radikale. Ich meine, wir haben ja erst so wenig. 12 Millionen. Wenn wir das nehmen, ist es zu Ende. Ja, okay. Dann halt nicht. Keine Kinderrechte. Irgendwas anderes sozial Sinnvolles machen. Trade Policy. Ah, das sind die Aristokraten dagegen. Protektionismus wäre super. Okay, denkst du, Protektionismus wird es nicht geben? Da sind die Aristokraten dagegen. Das machen wir nicht. Wir machen nichts gegen die Aristokraten. Das heißt, wir machen nichts das ganze Spiel über. Ah, Proportional Tax sind wir auch dagegen, gell? Ja, das wäre auch gut. Ah, das wäre gut. Aber das sind nur die Trade Unions dafür. Und die Aristokraten und Industriellen dagegen. Na gut. Da könnten Laissez-faire wäre auch okay. Aber was mögen die Kapitalisten?
Listen, aber das machen natürlich nicht die Aristokraten. Wir können das nicht machen, Freunde. Dedicated Police. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Da sind sie nicht dagegen, oder? Wer ist dafür? Die Bourgeoisie, Armed Forces, Rural Folk und Intellektuelle. Wer von denen ist in der Regierung eigentlich? Die Armed Forces wahrscheinlich. Das sind Rural Folk auch. Nein, ach Gott. Oh, wir haben da alle möglichen drinnen. Die Intellektuellen und die Rural Folk sind in der Regierung, weil ich den Progressive Club in der Regierung habe. Wieso ist das plötzlich so niedrig? Das war doch viel, viel größer vorher. Ach, gemisst. Na gut, vergesst es. Mit der Zustimmungsrate können wir eh keine Gesetze bestimmen. Oh, man muss trotzdem versuchen. Das dauert halt länger. Mehr Police Force einsetzen. No Enforcement einsetzen. Ah, nein, wir machen es nicht. Die Aristokraten sind dagegen. Ha! Okay. Okay. Ja, ich glaube, das war Aristokraten wissen einfach, wie es geht. Also da. Zumindest ändern, auch wenn da die Aristokraten dagegen sind. Das würden die Kleinbürger stärken, das ist ja auch gut. Kleinbürger sind ähnlich wie Aristokraten. Wir einfach unsere Bürokratie insgesamt stärken. Oder? Minus 15% Bürokratie Institution Cost Multiplier. Das ist schon nicht. Wobei wir haben minus 25% Bürokratie für Bevölkerungskostmultiplier. Ist okay, dann lassen wir es halt. Wenn die Aristokraten dagegen sind, dann machen wir halt nichts in dieser Regierungsperiode. Zumindest nichts politisch. So, apropos nichts politisch. Wir wollten. Wie schaut es mit unserer Infamie aus? 0,5. Das heißt, wir könnten eigentlich wieder irgendwas außenpolitisch machen. Wie gesagt, immer wenn wir auf 0 sind, schauen wir, dass wir außenpolitisch was machen. Diesen Teil vom Oman würde ich ganz gerne erobern. Weil der war ziemlich reich. Soweit ich mich erinnern kann, Sansibar. Ach, kann man das so machen? Der hatte urviele von diesen Plantagen. Da haben wir sogar Tee, Kaffee, Ursupi und 128.000 Peasants. Oh. Neutral, minus 5, eigentlich sollten wir. Ah, warte mal, hatten wir mit denen Krieg? Ja, Mist. Jänner 1876.
Nein, 5 Jahre noch. Bis der Truce vorbei ist, das ist schlecht. Was da? Kaffee, Tee, Tabak. Könnten natürlich auch versuchen, Madagaskar zu erobern. Make Puppet 14,4 Infamy. Wer würde auf unserer Seite kämpfen, würde auf ihrer Seite kämpfen. Großbritannien, Frankreich und Portugal könnten helfen. Wenn Portugal mitmacht, wäre das vielleicht gar nicht so schlimm, weil dann nehmen wir uns Mosambik auch. Frankreich wäre unangenehm und England. Naja, versuchen wir das. Das kostet nur 14,4 Infamy und bringt mir Produkte für meine Leute. Schau mal klar. Among Us. One of the expedition members has been caught stealing more provisions than needed under the excuse that he's ill and needs more food. We need every single man. The expedition continues. A thief is of no use to us. So, kriegen minor progress, aber wir gainen peril. Ja, irgendwann mal müssen wir ja weiterkommen, oder? Gott. Expedition has reached a medium peril. Und wieso? Wieso habe ich da keinen Fortschritt? Sehe ich da keinen Fortschritt? Hoffen Länder, die hier in der Mitte sind und denen das wurscht ist. Okay, was ist das? Was an Gali abandoned the support for Marina Kingdom in the diplomatic play? Ah, okay. Die wollten nicht von unseren Armeen gecrushed werden. Nicht gut. Was brauchen wir? Wir brauchen Armeen und Boote. Und Marciatin hat das auch. Na dann. Mobilisieren wir dich. Wir mobilisieren dich. Und wir mobilisieren dich. Mehr werden wir nicht brauchen. Das ist wahrscheinlich eh schon Overkill, was wir da mobilisiert haben. Schaut nicht so aus, als würde ihnen wer helfen. Und es schaut nicht so aus, als würde mir wer helfen. Na gut, mir hilft sowieso keiner, aber. Sie wollen War Reparations, ist ja süß. Warte mal, wir könnten Slavery machen, wir sind die Guten. Das machen wir auch. Wir wollen ja nicht, dass Sklaven für uns arbeiten, oder? Vielleicht geben sie sogar automatisch auf, dann können sie nämlich ihre Sklaverei behalten. Warte mal, das ist neu. Das ist eine von den Änderungen seit dem. Wo ist Ankohle? Da. Das? Dieses Land hilft Ihnen? Ach, na gut. Mit denen kann man nicht wirklich was anfangen, aber gut soll sein.
Das ist eh gut, dass das aufpoppt, weil das war immer das Dümmste, dass man nicht mitgekriegt hat, wenn irgendwas, vor allem wenn irgendjemand Großer dazu gekommen ist. Yes. Das war ein Fehler von dir, Portugal. Da bin ich mir sicher, dass das ein Fehler von dir war. Schauen wir mal, Mosambik. Also Mosambik widersprechen, wenn ich, dass ich nachher auch Sansibar quasi erobern will und dass wir eine gemeinsame Dings haben. Und wir haben außerdem 220.000 Personen, dann 95.000, dann 206.000 Lorenzo Marquez. Kaffee und Farbstoffe, da haben wir Kaffee, Farbstoffe, Tabak, boah, ja, Mosambik. Wir wollen auf jeden Fall Mosambik. Dann können wir von denen aus denen auch ein Puppet machen. Ja, das ist wahrscheinlich zu mühsam. Boah, das kostet 30 Infamy. Bist du deppert? Ja, ist wurscht. Dann machen wir halt langer Zeit keinen Krieg mehr. Für Portugal sollten wir vielleicht noch ein oder zwei unserer schade. Kein Mosambik für uns. Marina Kingdom back down. Na, immerhin. Wir haben unseren eigenen Dings. Einen eigenen kleinen Staat. So, aber jetzt möchte ich dann wissen, wir haben weniger Infamy bekommen, als ich dachte. Wir haben jetzt 21,8. Wir haben 14,4 für das Puppeten gekriegt. Aber für den Dings, für das, dass wir gefordert haben, dass Mosambik unseres wird, ist gestanden 30 Infamy, aber die haben wir nicht gekriegt, offensichtlich. Kriegt man weniger, wenn du es zwar forderst, aber nicht kriegst. Vielleicht kriegst du einen Teil der Infamy schon beim Start, wenn du es forderst, ich hätte nachschauen sollen, gleich nach dem Fordern, wie viel Infamy ich habe. So, wichtig, dadurch sollten einige Sachen in unserem Markt billiger geworden sein. Nein, Markt. Uff, Schiffe sind immer teuer. Na gut, die brauche ich gar nicht, weil ich ja Ironclads jetzt verwende und die sind billig. Die verwenden nur irgendwelche. Wo brauchen wir die? Sag's mir bitte, wo ich diese Dinger brauche. Eritrea und Mittelägypten. Das heißt, Ägypten braucht sie. Das ist mir wurscht. Kaffee ist jetzt billig, Tabak ist jetzt billig und Tee ist auch billig. Billiger. Ja.
Was noch immer teuer ist, ist Fein. Porzellan hoch. Ich meine, Zucker ist billig, das heißt, wir könnten die Produktionsweise umstellen in einigen von diesen Wheatfarms. Statt Orkards könnten wir Vineyards bauen. Mit Zucker haben wir Plantagen dafür und Fruit kriegen wir offensichtlich auch woanders her. Okay. Passt. Also Wein ist jetzt das Billige auf diese Art und Weise geworden. Porzellan kann man wahrscheinlich auch nur durch Umstellung unserer Glasfabriken machen. Dann machen wir halt da auch Porzellan. Und machen wir auch mehr Glas. Oh. Verstehe. So, Stahl und Glas sind so teuer. Okay, gut, warte mal. Wir machen folgendes. Wir machen Ceramics. Das ist mehr Glas und weniger Porzellan. Das ist Glas wieder billiger. Seide brauchen wir auch. Silk Plantation brauchen wir noch ein paar. Stahl. Machen wir ein paar Steel Mills aus. Passt. Machen wir es so. Oh, Explosives brauchen wir auch. Ah, da bauen wir eh schon aus. Das finde ich gut. Guatemala, Südtirol, haben wir gerade gesehen, hat ein Problem mit Bevölkerung. Das heißt, da könnten wir schauen. Oh, wir können das gar nicht bevölkerungsfreundlicher machen. Interessant. Wir könnten natürlich, ich meine, wir müssen langsam sicher schon schauen, dass auch andere Staaten ein bisschen mehr Industrie kriegen. Westgalizien könnte auch Chemical Plants bauen. Nicht Ungarn. Wir wollen nicht, dass Ungarn revoltiert. Das heißt, Ungarn kriegt nichts. So, Engel passt da rein einmal bei plus 20. Powerplants, aber wenn ich schon ausgebaut, kommen wir mehr aus.
Kleidung und Modern Nursing unlocked field hospitals. Okay. Das heißt, wir könnten unseren Barrack Field Hospitals einsetzen. Das würde uns mehr Tools und mehr Opium benötigen. Uff. Tools würde ich ausgehen. Opium ist schwierig. Machen wir es trotzdem. So, gucken wir da. An unexpected guest. As the expedition encounters a group of suspicious traders, one of the men claims to be an Uruguayan ambassador kidnapped by these mercenaries. We need to get this man to safety. Würde unsere Relation mit Uruguay verbessern. How do we know he's not lying? Ah, minor progress. Perfekt. Oh, unser Progress ist doch nicht so schlecht. Woher kommt der jetzt plötzlich? Language in the classroom. Ashkenazi students, also die jüdischen Studenten, sometimes use their native language in Austrian schools. Some have called for teachers to penalize the use of these languages, forcing children to speak the official language of Austria. Schools should teach them to speak the proper language. Ja, aber wir machen keine Assimilation. Dreck. Weil unsere Gesetze so sind. Mehr Radicals oder their language is part of their heritage. Ah, oh, das macht die Aristokraten wieder sauer auf uns. Die sind nicht sauer auf uns. Ja, plus 4 oder plus 2 ist dann auch schon wurscht. Weniger Radikale durch Diskriminierung ist gut. Egal wie sauer die sind auf uns. Man kann es ihnen nicht immer recht machen, oder? Wir müssen auch drauf schauen, dass dieses Dunkelrote nicht allzu dunkelrot ist. Oh, wir haben keinen Gewinn mehr. Wie das? Auf zu zuschließen. Sehr cool. Nein. Have a nice. Ja, das wird irgendwann mal passieren. Vielleicht. Auf zu Liberalism. Das wird nicht mit den Aristokraten passieren, sagen wir es mal so. Sehr, wir haben importiert Artillerie und Blei von uns. Heißt das, es ist nicht mehr im osmanischen Markt? Wahrscheinlich schon eine Weile nicht. Die Osmanen verlieren da langsam aus sich ihren Einfluss in der Gegend. Ja. Eigene Märkte. Die drei.
abbissen. So, was ist das? Failed Expedition. After not receiving any reports for many months, it has become clear that the expedition to the heart of Africa has failed and Carl von Maffei has been lost along with it. Carl von Maffei war, glaube ich, der Navy-Typ. Ja. Kapitalisten oder Armed Forces stärker machen? Convoy Raider. Sind fast gleich. Ja, ich nehme tatsächlich die. Oh, ein Minus von 33.000. Woher kommt das jetzt plötzlich? Mal passieren. Warum haben wir plötzlich ein Minus in unseren Einnahmen? Wir haben... Ah, warte mal, vielleicht produzieren wir irgendetwas. Ah, Arts Academies werden und Universities werden bei uns jetzt ausgebaut. Verstehe. Stimmt, ich wollte ja irgendwas machen. Irgendeines von diesen Dingen verlangt ja, dass man bei den Decisions, gell? Hold the Grand Expedition, das war's. Da brauchen wir viel. Universities and Arts Academies. Reinforced Concrete Unlocked. Yes. Das bedeutet, wir können da, glaube ich, nein, doch nicht. Aber es macht es trotzdem, glaube ich, effizienter, kann das sein? Was ist Reinforced Concrete? Wo ist das? Wir machen es das, da macht das mit den Constructions. Reinforced Concrete? Wo ist das? Was war das jetzt für eine Forschung, die wir da gekriegt haben? Verdammt, ich hätte das genauer anschauen sollen. Finde ich jetzt nicht. Haha. Keine Ahnung. So, okay, States in Turmoil 18. Naja, gut, das soll sein. Das hat sich nicht verändert, wirklich. Expensive. Ja, gut, dagegen versuche ich eh gerade was zu machen. Can support more declared interests. Okay, das war doch glatt. Ah, weil wir ja jetzt da unten das Ding haben, das Massage, glaube ich, gratis. Ja, wo sollte man Interesse haben? Indonesien? Südafrika? Südindien? Naja. Oh, machen wir Indonesien, das klingt gut. Gut, was noch? Low Government Legitimacy, danke, das weiß ich. Expensive military goods ist mir wurscht. Insufficient taxation capacity ist mir nicht wurscht. Cannot expand government administration in Venetia.
es. Wieso können wir die nicht ausbauen? Wir brauchen Bürokratie, echt jetzt? Was macht die Forschung Bürokratie? Sicher Society, oder? Bürokratie? Nein. So. Central Planning, Pan-Nationalism. Okay, Spiel, warum machst du das? Bis jetzt habe ich das immer erweitern können, die Bürokratie, also habe nichts gebraucht. Und ich sehe hier auch kein Bureaucracy. Was steht da? Has invented Bureaucracy. Ist das ein Bug? Ich bin ziemlich sicher, dass ich das vorher konnte, alles. Da ist Bureaucracy. Das ist ein Bug. Ich kann das nicht haben. Fertig zuerst. Okay. Gut. Offensichtlich hat die Umstellung auf den neuen Patch einige kleine Glitches reingetan. Kann man das melden? Ja, egal, was das vorher war, Construction ist jetzt stärker als vorher. Ah, dann war das vielleicht aber vorher auch irgendwas, was viel weiter oben war. Was hat das wie hat das geheißen nochmal? So irgendwas mit. Also auf jeden Fall. Vielleicht war es auch irgendwas ganz oben eigentlich, was rausgeflogen ist durch Ding und wir haben es einfach dadurch, dass es alle anderen hatten. Dann einfach automatisch gekriegt. Naja, wurscht. Who knows? Bis dahin werden wir es überleben, wenn wir ein bisschen weniger Steuern aus Venedig kriegen.
Pan-Nationalismus plus 10% Authority finde ich gut. Plus 106. Ups, warte mal, was ist da los? Revolutionäres Belgien. Warum sollten wir auf deren Seite sein? Die machen Promote Liberal Reforms und Industrialize. Während die Advanced Egalitarianism. Ugh. Okay, ich bin wirklich auf deren Seite. Gibt es da keine Konservativen? Na gut. Wirklichkeit kann man der Krieg wurscht sein, wer von den beiden gewinnt. Macht Frankreich auf der einen Seite mit und ich muss mich nicht drum kümmern. Aber wir haben jetzt 100 Punkte. Das heißt, wir könnten noch ein Decree. Machen wir das in Dalmatien, Steiermark. Venetien. Ah, Bureaucracy Spreading. Wir kriegen das wahrscheinlich hier automatisch. Import Route of Small Arms. Oh, Sie würden uns eine Obligation own. Natürlich. Make it so. Du. Mobilisiere doch mal. Und du auch. Ah, machen wir die 15 da unten auch noch. Ja. Ach so, hahaha. Die Revolutionäre sind da an der Küste, das heißt, sie müssen da halt dann landen. Na gut. Ist okay. Mit seinem Interesse an Indonesien. Da importieren Leute Munition von uns. Finde ich nicht richtig. Und in Deutschland gibt es einen Aufstand neben dem anderen. Bist du irre? Also außer in den Gebieten, die mir gegenüber freundlich sind, Bayern und Hannover, ist ganz Deutschland rot. Württemberg auch. Yes.
sich, was kann ich schon machen? Oh nein. Für die Skandinavier. Muss das sein? Auch eine Obligation. Na gut, das war eine Obligation umsonst, weil ich werde mich da jetzt einfach dann anlanden und aus. Wir können es nicht vorplanen, das ist ein bisschen ärgerlich. Sie haben sich als Rivale von uns. Ach Gott. Vielleicht die keine schlechte Idee. Kann ich die auch zum Rivalen machen? Das bringt immerhin 2 Monate. Ja, aber ich kann mich hier nicht ausstehen. Ich habe schon so oft unsere Gegner unterstützt. In Wirklichkeit seid ihr hier. Ihr habt es verdient, zum Rivalen mache. Komm, Frankreich. Geh noch auf die Belgier-Seite. Dann ist der Krieg wenigstens gleich vorbei. Rubber discovered in Sunda Islands. Okay. Finde ich gut. Na gut, diesen Krieg machen wir aber erst in der nächsten Folge. Weil wir haben jetzt schon lang genug aufgenommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.